Ja, einen schönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde und Freundinnen, zu unserer zweiten netzpolitischen Reihe, Gesprächsreihe, die wir zusammen mit der Grünen Bildungswerkstatt machen. Vor einem Monat waren wir schon hier, um über Netzfeminismus und Antifeminismus im Netz zu diskutieren. Heute sind wir hier, um über E-Participation zu diskutieren und Demokratie im Netz. Und ich darf auch schon ankündigen, dass die dritte Reihe am 23. September sein wird. Ort ist noch nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich in der Hub. Und da geht es um Überwachung im Groben und Ganzen mit Albert Steinhauser. Allerdings heute wollen wir über E-Participation und über Gefahren und Chancen von E-Participation bzw. Demokratie im Internet diskutieren. Und ich freue mich mal, also mein Name ist Marco Schreuder, ich bin Bundesrat der Grünen und netzpolitischer Sprecher und ich freue mich einmal über meine Gäste hier am Podium. Jetzt machen wir die Männer mal zuerst, einfach mal so. Ich freue mich über Peter Kühnberger, schönen guten Abend. Du bist Initiator vom Government 2.0 Camp, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, und Geschäftsführer von Neu und Kühn. Zu meiner Linken den juristischen Mitarbeiter vom Verfassungsgerichtshof Alexander Flendrowski und zu meiner Rechten Daniela Musiol, Nationalratsabgeordnete, Verfassungssprecherin und damit auch zuständig für Demokratie, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. E-Participation, was kann man eigentlich darunter verstehen? Prinzipiell die meisten Menschen, wenn sie von Demokratie sprechen, denken ja dann an ein Kreuzerl, das sie so alle heiligen Zeiten einmal irgendwo machen. Und das war's dann mit der Demokratie. Nein, nicht dieses Kreuz, dieses Kreuz. Ja. E-Participation ist ja nun mal mehr als nur ein Kreuzerl, wo machen. Ich weiß nicht, wo wir beginnen wollen. Was ist eigentlich E-Participation? Was kann man darunter verstehen? Vielleicht gleich beim Initiator vom Government 2.0 anfangen. Ich würde einfach drei unterschiedliche Arten sehen, wie Demokratie in der Bevölkerung lebendig werden kann. Eine ist das Kreuzerl. Ja. Wir haben direkte, wir haben repräsentative und dann haben wir noch das Thema partizipative Demokratie. Und das bedarf Bürgerinnen, die hier Interesse haben an Prozessen in Verwaltung, in Politik, mitzutun und zu gestalten, und es bedarf eines Angebots, und da hat sich, glaube ich, einiges in den letzten Jahren zum Positiven gewandelt hier in Österreich. Wenn wir jetzt rein nur den Bereich sozusagen online anschauen wollen, dann geht es eben hier um digitale Beteiligungsmöglichkeiten, und dann beginnt schon die Interpretation sehr weit zu werden im Sinne von, was ist jetzt wirklich Online-Beteiligung, E-Partizipation? Ist das eben, wenn ich in einer Facebook-Gruppe zum Thema Radfahren in Wien aktiv bin, eben schon eine Bürgerinnenbeteiligung oder nicht? Und da gibt es dann unterschiedliche Definitionen, die sozusagen die Arten von Beteiligung und die Stufen, die das wiederum im Wesentlichen in drei Schritten kategorisieren. Man sagt, es ist entweder nur eine Informationsart oder es ist eine Konsultation, also wo wirklich gefragt wird, oder in der dritten, in der Reifegrad am höchsten liegenden Stufe, wo es eine Kollaborationsstufe gibt, also wo wirklich zwischen Verwaltung, Politik und Bürgerinnen ein Hin und Her ist, ein Rückkanal, der auch gehört wird. Das ist so ein bisschen die Königsdisziplin der Beteiligung, und all diese Arten, Information, Konsultation oder Kollaboration, all diese Stufen sind auch über das Internet abbildbar und machbar. Daniela, du bist ja auch in den Medien gewesen, das Demokratiepaket mit ausverhandelt mit ÖVP und SPÖ, was ja auch in den Medien recht präsent war, auch umstritten ist, auch viele Diskussionen zur Folge hat. War E-Participation Teil dieses Konzepts oder ist das noch Zukunftsmusik? Nein, es ist Teil des Konzepts, es ist sogar wichtiger Teil des Konzepts für die Frage, wie leicht ist es, sich dann an einem Entscheidungsprozess oder in dem Fall an einem Volksbegehren oder einer Volksbefragung
beteiligen zu können für die Frage, und wie hoch ist daher eine Hürde noch machbar und ab wann ist sie nicht mehr machbar? Und für diese Frage macht es natürlich einen Unterschied, ob ich auf eine Gemeinde gehen muss, um ein Volksbegehren zu unterstützen, oder ob ich es elektronisch unterstützen kann. Aber was sich da halt schon gezeigt hat, ist, dass wir alle, und da nehme ich mich nicht aus, die wir da in der Politik uns so bewegen, viel zu wenig technisches Know-how haben, um wirklich fundiert darüber diskutieren zu können, was wäre gescheit und was ist möglich und was ist nicht möglich. Also der Vorschlag, der jetzt ein Kompromissvorschlag ist und sicher nicht unsere Idealvariante, dass man jetzt für die Online-Unterstützung, wenn das dann kommt, eine Bürgerkarte oder eine Handysignatur braucht, ist daraus entstanden, dass sozusagen die österreichische Verwaltung, aber Alexander Flendrowski kann da dann dazu mehr sagen, sozusagen sich vor Jahren auf diese Bürgerkarte und Handysignatur eingeschossen hat, sage ich jetzt einmal, und nichts anderes mehr sieht an möglichen Alternativen. Und da muss ich dann auch sagen, dass sowohl ich als auch meine Mitarbeiterin, aber auch bei den anderen Parteien ist das nicht anders, dann bis zu einem gewissen Grad auch auf Expertise von außen angewiesen sind bei der Frage, und was gangert denn sonst noch? Jetzt haben wir uns auf diesen Kompromiss Handysignatur und Bürgerkarte geeinigt, aber das ist natürlich keine sehr niederschwellige Zugangsform zu einer Online-Unterstützung. Eine niederschwellige Zugangsform zur Online-Unterstützung wäre, wenn ich einfach nur Internet brauche oder nur ein irgendwo, wo Internet steht, hingehen kann und mich beteiligen kann. Das wäre, also das ist in dem Fall jetzt noch nicht geboten. Aber, und das ist sozusagen wichtig, glaube ich, auch aus meiner Geschichte im Zusammenhang mit E-Democracy zu sehen, mein erster Berührungspunkt zu dem Thema war das E-Voting bei den ÖH-Wahlen, wo ich gemeinsam mit der GRAS die Verfassungsgerichtshofsklagen dann letztendlich erfolgreich irgendwie betrieben habe. Und zwar nicht, weil wir gefunden haben, E-Voting per se ist schlecht, sondern weil auch nachgewiesen war, dass sowohl die rechtliche Seite, aber auch die technische Seite in dem Fall noch nicht so weit ausgereift war, dass man sagen kann, ein Wahlentscheidungsprozess über diese E-Voting-Variante ist einer, der unseren demokratischen Standards entsprechen kann und entsprechen soll. Und das ist genau das Problem, in dem wir uns bewegen. Also sozusagen, es gibt wenige Menschen, die sowohl dieses Rechtliche als auch dieses Technische vereinen in sich als Know-how und das dann zusammenführen können. Das hat sich auch bei dieser Verfassungsgerichtshofsklage dann gezeigt, also bei dieser Verhandlung, die da anberaumt wurde. Das ist ein total seltener Fall, dass da überhaupt Verhandlungen stattfinden, mündliche. Und das zeigt sich aber auch sozusagen in all den Gesetzesprozessen, die da jetzt stattfinden. Da ist ganz sicher Nachholbedarf. Juristische Expertise wurde schon gefragt, also dann holen wir sie uns auch ein. Ja, meine Vorredner haben ohnehin schon ganz wertvolle Eingangsstatements geliefert. Also es ist gekommen, dass die Wege, demokratisch aktiv zu werden und vor allem etwas vertiefter demokratisch aktiv zu werden, als nur alle 5 Jahre ein Kreuzerl zu machen, in Österreich derzeit noch unglaublich große Hürden aufstellen. Also als erwähnt wurde, also das ist in der Regel notwendig, auf ein Gemeindeamt zu gehen, um eine neue wahlwerbende Gruppe zu unterstützen, um ein Volksbegehren, Einleitungsverfahren zu unterstützen. Und das macht einfach die Hürden zu direkter Demokratie im, kann man mal sagen, direkt demokratischen Entwicklungsland Österreich, das wird jetzt vielleicht um einiges besser, diese Hürden, aktiv zu werden, sehr hoch. Und das war dann plötzlich unterbrochen vom Thema E-Voting, wo man plötzlich also eine 180-Grad-Wende in einem Punkt gemacht hat, die aber rechtlich absolut, wie es die Daniela schon gesagt hat, katastrophal abgesichert war und eben dann auch mit einer Aufhebung dieser Wahl geendet hat. Also das waren wirklich juristisch gesprochen komplette Anfängerfehler. Das wollte man einfach über den Zaun brechen und hat es dann eben so gemacht. Und nach dieser Anfechtung war dann nicht mehr viel.
was in engem Zusammenhang damit gestanden ist, damit war eben auch die von der Daniela auch angesprochene Bürgerkarte, die die österreichische Verwaltung als einzigen zulässigen Weg, sich irgendwo elektronisch zu identifizieren sieht, ein äußerst fragwürdiges Konstrukt, muss man sagen. Wenn man sich anschaut, wer da dahinter steht, und das ist eigentlich, und was da technisch auch dahinter steht, und das ist ja in dem Verfassungsgerichtshofsverfahren ganz gut erörtert worden, kann man sagen, sind also die Leute damals ziemlich aufgebladelt worden. Und also, was ich zusammenfassend sagen möchte, ich glaube, die E-Partizipation bedarf sehr, sehr durchdachter rechtlicher Grundlagen, denn nur solche Grundlagen, ein Verfahren, das für jedermann transparent und nachvollziehbar ist, schafft dann auch Akzeptanz. Ansonsten ist es jetzt demokratiepolitisch gedacht, also da weiß man ja gar nicht, wer da eigentlich wirklich unterschrieben hat, wer da eigentlich wirklich dahinter steht. Nur wenn die Grundlagen transparent sind und das nachvollziehbar ist und das gleichzeitig niederschwellig ist, dann, glaube ich, hat das Ganze Chance auf Realisierung. Wir stehen ja alle ziemlich stark unter dem Eindruck, was in der Türkei jetzt gerade passiert, nach den Gezi-Park-Besetzungen. Das sind ja nun Geschehnisse, wo Menschen sich ja auch in sozialen Netzwerken vor allem und im Internet sich organisieren. Das ist ein Phänomen, das wir in den letzten Jahren ja ganz stark beobachten. In Österreich haben wir Uni-Brennt-Bewegung gehabt, die ja auch sehr stark über einen Hashtag Uni-Brennt ja sozusagen entstanden ist, in den sozialen Netzwerken entstanden ist. Wir haben das im arabischen Frühling gesehen, obwohl natürlich dort die sozialen Netzwerke nur ein Mosaikstein von vielen Steinen war. In der Türkei werden ja Menschen, die das mitorganisiert haben, sogar verhaftet. Inwieweit hat das Internet sozusagen, vielleicht also eure Beobachtung, ja, das darf auch jetzt nicht nur juristisch sein, inwieweit hat eure Beobachtung zufolge das Internet auch sozusagen von sich aus den Wunsch eigentlich von Bürgerinnen und Bürgern wachgerüttelt? Da gibt es jetzt ein Instrument, eine Technologie, die mich sozusagen jederzeit in Kommunikation versetzen kann mit vielen Menschen, die gleich denken, aber auch mit einem Gegner oder einer Gegnerin, wenn man so will. Also mit anderen Worten, rennt die Politik da vielleicht hinterher und in Wahrheit findet das ja schon längst statt, E-Participation, auch wenn es eigentlich völlig unkanalisiert läuft sozusagen, wer immer auch jetzt beginnen möchte. Ja. Danke für die Frage, weil so wichtig E-Voting ist, ich glaube, es wird auf uns zukommen, so viele Zwischenschritte und Nuancen gibt es davor. Und die Kraft aus den Erfahrungen, die wir gesehen haben in unserem Projekt, die Kraft der Bürgerinnen in Beteiligungsprojekten liegt ja da dann weniger in einer Handysignatur oder in einer Bürgerkarte, die ich brauche. Also ein rein administratives Werkzeug, um ein Quorum, um eine Abgabe legitimiert zu haben, sondern die liegt ja in was ganz anderem. Und du beschreibst das, Marco, sehr gut. Hier organisieren sich plötzlich Menschen, da gibt es Interessenskreise und Interessensgegensätze. Und das ist etwas, das wir in Beteiligungsprojekten sehr stark spüren. Menschen wollen sich einbringen und dazu geht es sehr oft einmal um das nahe Lebensumfeld, oder sehr einfach ist es oft für viele, sich als Experten ihres eigenen Umfelds, ihrer Wohnumgebung, ihrer Arbeitsumgebung einzubringen. Stadtgestalterische, stadtplanerische Themen, wie das beispielsweise am Schwedenplatz war, wo sich dann Bürger Gedanken machen, wie man den Mortsinnplatzbereich aufwerten kann, vielleicht ruhiger machen kann und durchaus auch bereit sind zu diskutieren, ob man dort jetzt eben Schallschutzwände nicht aufstellen kann, weil darunter die U-Bahn fährt und da bräuchte es ein Fundament, das da tiefer in die Erde geht und man sich eigentlich denkt,
Wow, also da geht es schon wirklich in die Tiefe bei solchen Online-Beteiligungsdiskursen. Und da sind auch wirklich die, die sich hier einbringen wollen, bereit, auch von der Verwaltung oder denen, die hier sozusagen fachliches Feedback geben können, in einen Dialog zu treten. Das heißt, da gibt es ein Potenzial an Wille, an Kraft. Und das hat jetzt ist ein anderes als ein repräsentatives. Ja, das bitte ich auch immer nicht in die gleiche Schublade zu legen, weil die nächste Frage ist natürlich, wie viel beteiligen sich da? Ja? Und da sehen wir jetzt von den Erfahrungswerten, dass eigentlich die Qualität des Inhalts, bei der Wiener Charta waren es 1848 Themen, die Wienerinnen und Wiener eingebracht haben, unterschiedlichster Art, ja, bis hin zu U-Bahn-Waggon-Vorschlägen, wo man dann einen Waggon der Ruhe zum Beispiel hätten, freiwillig ganz vorn oder ganz hinten hat, wo irgendwie nett telefoniert wird. Also das ist wirklich kreativ, ja, und das ist wirklich konstruktiv und da ist vieles da. Man muss es nur auch eben so nehmen können als das, was es ist, nämlich ein freiwilliges Engagement, wo manchmal natürlich persönlich, also es ist fast immer irgendeine persönliche Motivation dahinter, keine Frage, aber das habe ich in allen anderen Prozessen auch. Und diese Chance, so etwas anzubieten, da bedarf es, glaube ich, einiger Entwicklungen in Verwaltung und Politik, wo ich sage, dafür muss ich auch bereit sein. Ich muss mich bereit sein, darauf einzulassen, auf so einen Prozess. Ich muss auch irgendeine Art von Beteiligungsversprechen geben können am Anfang des Verfahrens, wo ich sage, okay, das fließt nachher ein, das hat folgende Auswirkung. Da sind wir bereit, mit euch einen Weg zu gehen. Also es gibt ja zwei Schienen, wenn man so will. Das eine ist die organisierte Partizipation, also sprich, irgendwo passiert was und dann überlegt man sich, wir machen da jetzt einen Prozess und oder man wird zu einem Prozess gezwungen, das kann ja auch passieren. Und das andere, die Beispiele, die du angesprochen hast, das sind ja mehr so Protestbewegungen, die sind ja nicht organisiert worden, also zumindest nicht von jenen, die sozusagen normalerweise dazu gewählt wurden, sondern von der Protestbewegung selbst. Und die Voraussetzung, sich beteiligen zu können, oder mindestens, also es gibt mindestens zwei Voraussetzungen aus meiner Sicht. Das eine ist Information und das andere ist sozusagen die Zeitressource zu haben. Und da haben natürlich alle internetbasierten Möglichkeiten schon den Vorteil, dass sich viel mehr Leute informieren können und auch viel mehr Leute beteiligen können, als sie das jetzt hier können. Also wenn jetzt dieser Film dann ins Internet gestellt wird, dann sind mehr als diese 20, die jetzt hier sind, haben die Möglichkeit, sozusagen dieser Diskussion zu folgen und dann vielleicht uns Briefe zu schreiben und zu schreiben, was war das für ein Blödsinn oder wie gescheit war das oder da hätte ich noch eine Idee. Ich bin ja nicht nur verfassungs- und demokratiepolitische Sprecherin, sondern auch Familiensprecherin und als solche ist das natürlich ein totales Thema. Ja? Wo können junge Eltern beispielsweise, also die kleine Kinder zu Hause haben, aber vor allem auch Frauen, die leider immer noch hauptsächlich diejenigen sind, die dann in den ersten Jahren sozusagen ihre Zeit am Abend zu Hause verbringen, anstatt sich politisch betätigen zu können, aber vielleicht auch zu wollen. Und mit politisch meine ich jetzt nicht parteipolitisch, sondern eben am gesellschaftlichen Prozess partizipieren zu können. Wo können die partizipieren? Na, besser jetzt via Internet. Aber ich glaube, was all diese Beispiele und auch viele mehr, also zum Beispiel auch Stuttgart und all diese Geschichten gezeigt haben, ist, die Internetkiste alleine reicht nicht. Ja? Irgendwann einmal braucht es dann sozusagen das physische Zusammenkommen und auch diese physische Kraft. Und ich kann mich erinnern an diverse Protestaktionen, die geplant waren im Internet, wo hunderte Leute geschrieben haben, gefällt mir, ich komme hin. Und dann sind wir oder sind sie, je nachdem, ob ich dort war oder nicht, ich habe auch manchmal nur geschrieben, gefällt mir und ich gehe hin und war dann nicht dort, ja, zu 50, zu 100 dort gestanden. Und wir alle wissen, wie eine Demo von 50 oder 100 Leuten oder eine Versammlung von 50 oder 100 Leuten ausschaut. Ich meine, wenn hier 100 Leute drinnen wären und gegen diese Veranstaltung demonstrieren würden, dann hätte es Kraft, ja, aber vor dem Parlament haben 50 oder 100 Leute keine Kraft. Das heißt, ich glaube, der wesentliche Punkt ist, dass all diese im Internet stattfindenden
Prozesse, sozusagen den physischen Austausch und die physische Anwesenheit aller oder vieler, die können zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht ersetzen kann, vor allem wenn es Kraft entwickeln soll, ob jetzt in Parks in Stuttgart oder in der Türkei oder sonst wo. Und das, glaube ich, muss man, wenn man auch solche Prozesse plant, aber da bist du der Berufenere, auch berücksichtigen. Ja? Also, dass die Leute dann auch irgendwann eine Möglichkeit haben müssen, sich auch physisch auseinanderzusetzen und eben nicht nur über irgendwelche Nicknames oder über die richtigen Namen, je nachdem, wie dieses System aufgesetzt ist. Wo wir schon bei einer guten Frage auch sind, die ich jetzt noch dazu in die Runde werfen möchte. Wer sind denn die Menschen, die sich an solchen Prozessen dann auch beteiligen? Ganz egal, ob es sich um irgendwelche Radwege in Wien, also wirklich auf ganz kommunaler Ebene soll, oder soll die Zebrastreifen dort oder woanders sein? Oder aber auch große Fragen wie schreiben wir die Verfassung neu zum Beispiel? Ja, da kann man später eher auch noch zum Beispiel Island. Wer beteiligt sich denn an solchen Verfahren? Ich gebe jetzt einfach mal das weiter. Du bist ja nicht nur Jurist, oder? Ich meine, du hast ja auch sonst was zu sagen. Genau. Genau. Naja, also meine Beobachtung ist, dass solche Dinge, dieses informelle Vernetzen im Netz, jetzt werden wir mal ganz unjuristisch informell, dass das bei sehr spontanen Sachen oft sehr gut funktioniert. Also als ein Beispiel ist, wie wieder vor etwa 2 Jahren sich plötzlich diese Kette ums Parlament gebildet hat. Nicht? Also das hatte schon Kraft und das hat auch spontan durchaus, glaube ich, Eindruck gemacht. Das war eine Frau hat das, oder zwei, ja, haben das auf die Beine gestellt und um sich dafür eine menschlichere Politik einzusetzen, und das hat unglaublich gut funktioniert. Meine ganz persönliche Beobachtung ist, je nachhaltiger das sein soll, desto mehr Organisation braucht das, weil so etwas kann, also diese spontanen Dinge sind etwas, wo man sich momentan ärgert und dann kann man gleich wo drücken und vielleicht am selben Abend oder spätestens 2 Tage später dann hingehen, da funktioniert das ganz gut. Aber wenn man nachhaltiger ein Ziel verfolgt, ich glaube, da braucht es einfach mehr Organisation oft. Ich habe selber schon etliche solche so Petitionen auch unterschrieben, die mir seriös und sinnvoll erschienen sind, gerade im Bereich Asyl und Fremdenpolitik. Und ich habe mir dann oft eigentlich gedacht, komisch, das hat so gut geklungen und da ist dann eigentlich leider gar nichts mehr gekommen. Also ich glaube, je langfristiger, je nachhaltiger das angelegt ist, desto mehr Organisation braucht es drinnen und desto mehr Willen braucht es auch, aus der Anonymität zu kommen. Das Spontane hat auch oft ein bisschen das von den Bloggern auf der Standard.at-Seite. Also, dass die wollen anonym bleiben und unter diesem Deckmantel Anonymität. Aber Zwischenfrage, ist Anonymität nicht auch ein legitimer? Ja, es ist absolut, das war jetzt ja nicht als illegitim gemeint, sondern eher, um was erreichen zu können, nachhaltig, glaube ich, muss ich immer mehr bereit sein, aus der Anonymität auch zu kommen. Weil ansonsten wird das abgetan als, naja, wer ist denn das eigentlich und sind das nicht immer nur dieselben 5, die sich da als 50.000 ausgeben. Also da braucht's einfach mehr Bereitschaft, da herauszukommen und dazu auch in dem Sinn durchaus auch Modelle, die freiwillig natürlich, also niemand kann und soll dazu gezwungen werden, aber die es ermöglichen, sinnvoll sich zu registrieren, zu identifizieren und zu sagen, ich stehe dazu, ich möchte aktiv werden in dem Sinn. Und dann bekommt das, glaube ich, auch deutlich mehr Gewicht als dieses spontane Ärger entladen und ist auch durchaus in der Lage, nachhaltiger etwas zu erreichen. Wir wissen ja, dass ungefähr 17% der Österreicherinnen und Österreicher intensiv die Innenpolitik verfolgt, der Rest nicht. Wir wissen allerdings auch, dass ungefähr 70% wählen gehen. Ich habe zufällig, als ich mit meiner Nachbarin heute kurz ein Kaffee getrunken habe, um mich für diese Veranstaltung zu stärken, habe ich kurz meiner Nachbarin erzählt,
worum es heute Abend hier geht, die durchaus eine politisch interessierte Frau ist. Und als wir dann über Partizipation und dergleichen geredet haben, hat sie gesagt, ich habe so viel Arbeit, ich habe ein Kind, und ich komme am Abend müde nach Hause und ich bin froh, wenn ich meine Füße hochlagern kann und einfach mal CSI in Ruhe schauen kann. Ich hätte jetzt gar keine Zeit, mich ständig um irgendwelche politischen Prozesse zu kümmern und bei allen mitzureden, was irgendwie mein Grätzl die Republik oder Europa betrifft. Deswegen mal so meine Frage, ein bisschen provokant vielleicht. Ist die Gefahr schon groß, dass 17%, die vielleicht die Innenpolitik wirklich intensiv verfolgen und sich damit beschäftigen, sich dann partizipieren und eigentlich dann entscheiden, was der Rest sozusagen dann einfach nehmen muss, so wie es ist? Das ist ganz provokant gefragt, aber wie seht ihr das? Ja? Magst du ja, immer anfangen will, ich möchte nicht, dass ich das aber ich will ja seine Füße einfordern. Ja, dann sag ich das. Wir sind jetzt ganz artig und machen das hinterher. Mir brennt ein Thema und das heißt Paradigmenwechsel. Politik ist in einem Gestaltungsfeld und dem hat sich auch viele Jahre die Verwaltung natürlich sehr nahe gefühlt, dass ein Closed System nach außen hin für viele Bürgerinnen den Anschein hat. Und diesen Paradigmenwechsel, sprechen wir mal Transparenzgesetz an oder Ähnliches, den gilt's zu leben in Bereichen. Und das ist als Angebot zu sehen. Und dieses Angebot wird nie, und deswegen habe ich gesagt, bitte nicht verwechseln mit repräsentativer Demokratie. Wir werden damit nie auf eine, oder schwer auf eine zweistellige Prozentsatz kommen von Personen, die diese Angebote annehmen. Aber, und jetzt beginnt spannend zu werden, warum nicht Ideen sourcen, wie das von Industriebetrieben bis, amerikanische Regierung am heutigen Abend, okay, drauf gekommen ist, dass es hier ein Potenzial gibt. Ja? Und dann haben wir, Gott sei Dank, unsere gewählten Politikerinnen, die in der Letztentscheidung sehr wohl gefordert sind, aber das Partizipationsangebot schafft es doch oft, diese Entscheidungsgrundlagen oder auch die Qualität der Entscheidungen zu erhöhen. Das ist jetzt keine Spitze, sondern das ist einfach über viele Jahre beobachteter Status. Es ist wie frisch, weil ich gerade aus dem Spital komme, es ist wie eine Frischblutinfusion in vielen Bereichen. Das ist vielleicht ein schönes Bild. Und noch dazu weiß man, woher das Blut oft kommt. Das ist auch durchaus deklariert. Und dann war noch deine Frage, wer nimmt denn teil? Da gibt's Auswertungen dazu, da gibt's Analysen. Ein schönes Beispiel ist hier immer Berlin-Tempelhof, Nachnutzung dieses riesigen Flughafenareals, wie er geschlossen wurde. Da war zum Beispiel der Altersdurchschnitt derer, die hier über die Online-Kanäle mitgemacht hat, bei 50 plus. Ja, das hat mit dem Rosinenbomber Nabelschnur Emotionalität zu tun, die für ältere Berliner eine andere Relevanz gehabt hat. Aber es waren auch sehr viele, die jetzt in diesem Areal ihre Freizeit verbringen und hier gestalterisch einbringen. Was will ich damit sagen? Es hängt ganz stark vom Thema selbst ab, wen es anspricht, wie es aufgezogen ist und was der Inhalt ist. Das heißt, es bringen sich nicht grundsätzlich immer die gleichen Leute zu allen Dingen ein, sondern wenn es um einen Skaterpark geht, habe ich eine andere Zielgruppe plakativ gesprochen, als wenn es jetzt um ein sehr High-Level-Thema wie den Stadtentwicklungsplan in Wien geht, wo man unter wien2025.at gerade auch Informationen einsehen kann und sich versuchen kann einzubringen. Ja, das spricht natürlich eher Menschen mit Bildungshintergrund, mit höheren an. Ja. Ich möchte zu den 70% kommen, weil ein bisschen schwingt das auch immer in der Diskussion rund um direkte Demokratie mit. Nur weil sich angeblich 17% nur intensiv mit Innenpolitik oder österreichischer Politik oder Politik im Allgemeinen beschäftigen, sagen wir auch nicht nur diese 17% sollen wählen und die anderen 83%, denen soll das Wahlrecht entzogen werden. Und genau das Gleiche gilt aus meiner Sicht für Partizipation und direkte Demokratie. Und du hast das eh gerade angesprochen, ich glaube, Betroffenheit ist der wesentlichste Faktor. Ja? Also wenn ich mich von einem Anliegen betroffen fühle, ob das jetzt wirklich persönliche Betroffenheit ist oder weil mir dieses Thema immer
immer schon wichtig war oder warum auch immer, dann werde ich da einen anderen Anreiz haben. Und das kann durchaus auch in einem anderen Bezirk liegen oder in einer anderen Region in Österreich liegen. Aber wenn es ein Thema ist, das Betroffenheit erzeugt, auf welcher Schicht oder Ebene auch immer, dann werde ich mich da anders einbringen. Und ich finde, jetzt ungeachtet dessen, wie diese Wehrpflicht-Volksbefragung grundsätzlich aufgesetzt war und wie die Fragestellungen waren und wer da welche Schwierigkeiten hatte, wohin sich an sein Kreuzerl zu machen. Aber was schon spannend war, war einerseits die Geschichte, weil es für verbindlich erklärt war, haben, das ist zumindest so sozusagen interpretiert worden und ich schließe mich dieser Interpretation an, sich mehr Menschen beteiligt, als man das sonst von solchen Prozessen kennt. Und meinem Eindruck nach hat das einfach auch zu einer anderen Diskussionskultur in Wirtshäusern, Stammtischen und Runden, die ich miterlebt habe, geführt. Und das ist sozusagen, apropos Qualität der Entscheidungen steigt, ich glaube auch, dass mit so E-Partizipation oder auch dann E-Direct Democracy oder wie auch immer wir das alles nennen wollen, einfach die Qualität der repräsentativen Politik steigt. Und ich glaube zum Beispiel, dass ich bin überzeugt davon, ich glaube es nicht nur, dass ein höherer Anteil an sich auseinandersetzen müssen mit Vorschlägen aus der Bevölkerung, aber dann auch mit Vorbehalten bis hin zu möglichen Befragungen oder Entscheidungen durch die Bevölkerung auch eine andere Argumentation seitens der Politiker und Politikerinnen erfordert. Und das war ja, weil du das vorher kurz angesprochen hast, noch kurz ein Bonmot aus den Verhandlungen rund um das Demokratiepaket. Ich finde das schon spannend, dass es meinem Eindruck nach zwei Hauptgruppen gibt, die die größten Probleme mit direkter Demokratie haben, und das sind die Politiker und die Journalisten. Innen und auch jeweils die Innen, ja? Also die PolitikerInnen und die JournalistInnen. Und ich frage mich schon seit ich das irgendwie so beobachte, warum ist das so? Teilweise ist es halt in manchen Parteien durchaus historisch gewachsen, aber ich glaube, es ist auch so, weil diese zwei Berufsgruppen jetzt einmal der bestimmende Faktor in dieser Innenpolitikblase sind, weil sie sich selber und die jeweiligen Gegenüber wahrnehmen als die, die gestalten oder die dann halt in Opposition stehen zu dieser Gestaltung. Und das ist durchaus auch ein Teil, der im Bewusstsein der Journalistinnen, glaube ich, liegt. Ja? Also diese Geschichte, wir bereiten die Geschichten auf und wir machen Meinung. Und die haben sozusagen, was zu verlieren ist vielleicht sogar fast die falsche Formulierung, aber sozusagen sie würden sich durch derartige Möglichkeiten, wenn die breiter angelegt würden, so wie wir das jetzt mit diesem Demokratiepaket wollen, würde sich ihr Job verändern, jetzt einmal kurz und flapsig gesagt, und ihre Rolle verändern. Und es gibt einfach Menschen, die sind veränderungsunwillig oder resistent oder ängstlich oder was auch immer. Ist auch nachvollziehbar, ja, wenn man jahrelang in einem bestimmten Fahrwasser ist und da vielleicht auch erfolgreich ist, für sich persönlich in seiner Rolle, dann will man das auch nicht. Ja. Und ich denke, auf diese Ebenen muss man auch irgendwie schauen, und vor diesem Hintergrund sind ja alle größer angelegten Prozesse, wie zum Beispiel Island, das du auch schon erwähnt hast, wo man wirklich drauf geschaut hat, dass Leute ausgewählt. Island möchte ich nochmal eine extra Runde, dann ja, lasse ich es ja weg. Aber ich also so gesehen, glaube ich, kann nur die Qualität der Parteipolitik und der repräsentativen Politik steigen. Aber da habe ich jetzt noch eine Zwischenfrage, weil das hat mir gerade in der Wehrpflicht-Volksbefragung ist mir das besonders aufgefallen. In der Schweiz, wenn eine Volksabstimmung oder auch eine Befragung stattfindet, gibt es Information über verschiedene Modelle und die liegen dann auch auf in Tankstellen und in Supermärkten. Es werden Webseiten mit einer Pro- und einer Contra-Beispiel, dass man Argumente auch abwägen kann. Das hat es bei der Wehrpflichtdiskussion überhaupt nicht gegeben. Und da scheint ja in Richtung Partizipation, weil Partizipation ist ja eigentlich die Fragestellung, bevor man sich entscheidet, nämlich das Debatte darüber, Meinungsbildung im eigentlichen Sinne. Ja. Sowohl für Politikerinnen und Politiker als auch natürlich für Menschen, die sich beteiligen. Ist das nicht eine ganz vehemente Fehler, ist das nicht ein Riesenfehler gewesen in der Wehrpflicht-Volksbefragung, dass man sagt, okay, wir machen jetzt ein Partizipationstool, wo Menschen entscheiden können, ja, nein, aber es gab überhaupt keine Plattform, kein Austausch, kein Informationsaustausch, außer man hat zufällig mal den Fernseher aufgedreht und zufällig jemanden gehört, der seine Meinung dazu sagt. Ganz kurz dazu, ja, ist ein wesentlicher Fehler, aber ich glaube, da ging es eben nicht um Partizipation, sondern da ging es darum, dass zwei Regierungsparteien sich gegenseitig über das Volk ausrichten wollten. Ja?
Und das ist nicht die Partizipation und die direkte Demokratie, die ich mir vorstelle. Und das Modell, das wir jetzt verhandelt haben mit ÖVP und SPÖ, sieht eben genau diese Informationsgeschichten vor und sieht aber auch vor, dass man neben der Variante 1, die von der Initiative eingebracht wird, und einer möglichen Alternativvariante, die von der Mehrheit des Parlaments eingebracht wird, man auch eine dritte Variante ankreuzen kann, nämlich keines von beiden. Und das wäre die Variante gewesen, die ich im Jänner gerne angekreuzt hätte oder viele von uns wahrscheinlich gerne angekreuzt hätten, aber nicht ankreuzen konnten. Ja, weil ich wollte weder ein Berufsheer noch, ja, wollte ich die Beibehaltung der Wehrpflicht. Also man sieht schon, man kann natürlich auch Partizipation sozusagen instrumentalisieren oder Scheinpartizipation instrumentalisieren für seine Zwecke, die aber in dem Fall jetzt nicht heißen, wir erweitern den Kreis jener, die hier Vorschläge einbringen, oder erweitern den Kreis jener, die mitentscheiden, sondern indem man sich sozusagen fast so eine Armee holt an Befürwortern und Gegnern, die dann die eigene Position unterstützen. Und das ist natürlich nicht der Sinn eigentlich. Du wolltest, ne? Vielleicht eine Ergänzung dazu. Ein Satz an. Um neue Lösungswege zu finden, gesellschaftlich, verwaltungstechnisch, politisch, habe ich den Eindruck, sind Ja-Nein-Fragen das schlechteste aller Mittel. Weil dann passiert genau das, was die Daniela beschreibt. Jeder mobilisiert seine Lager oder versucht das in alter österreichischer Tradition. Und ja, wir haben leider keine Auflage, selbst für diese Prospektpflicht, wie du sie beschreibst. Das gibt es in deutschen Ländern im Übrigen genauso wie in der Schweiz, dass die verpflichtet sind, in Zeitungen auch Beilager beziehungsweise an die Haushalte zu informieren über Pro- und Kontra-Argumente. Ich hatte schon den Eindruck, dass das in der Medienlandschaft diese Rolle ein bisschen stärker als sonst versucht wurde, wenn auch gefärbt, aber immerhin. Die Kraft oder die Innovationskraft, die ich sehe, die liegt weniger in diesem Ja oder Nein, sondern in dem, wohin können wir uns entwickeln. Und das war ja die Schwierigkeit für viele überhaupt in der Bundesheergeschichte, ein Ja oder ein Nein anzukreuzen, weil es waren Argumente aus beiden Seiten völlig nachvollziehbar und am schönsten für alle zu mischen. Und da beginnt ja genau diese spannende Ideenaustausch auch unter den Bevölkerung oder unter den Bürgern, wo ich sage, ich knüpfe an einem Gedanken an und nehme diesen Gedanken und verarbeite ihn zu einem neuen innovativen Gedanken, indem ich irgendwas verändere, indem ich was dazufüge, indem ich was reduziere, das klassische Innovationsvorgehen. Ja. Und da wird es ja spannend, dass diese Ideen dann sozusagen wie Bälle im Raum schwirren und ich es mir halt Gott sei Dank dann zeitunabhängig runterholen kann übers Internet damit arbeiten kann. Also ein Plädoyer für weg von Ja, Nein, von Schwarz-Weiß und hin zu einer offenen Fragestellungen, die auch kreative Lösungs- und Antwortszenarien bringen. So. Ich weiß nicht, ob das schwarz-weiß oder schwarz-rot ist, gell, aber warum gibt es diese Informationspflicht im österreichischen Gesetz nicht bei Volksbefragungen? Ja, das kann, also darauf kann ich dir relativ klar antworten, weil ich habe es eingangs eh schon gesagt, weil einfach ein Österreich keine Tradition in direkter Demokratie hat. Das muss man leider Gottes so sagen. Also es gab diese zwei, kann man so sagen, legendären Volksabstimmungen, Zwentendorf und EU-Beitritt, und mehr war da irgendwie lange nicht. Und ich meine, in Prä-Internet-Zeiten war Vernetzung und Aktivwerden, da gab es dann noch Vereine in der Zivilgesellschaft und eben die Medien, und ja, also eine wirkliche direkt demokratische Tradition gibt es nicht in Österreich, und da hat die Daniela sicher, also glaube ich, da ein sehr wahres Wort gesprochen, dass eben die Kräfte, die Entscheidungen lange getroffen haben und sehr, dass ja drin waren, dass nämlich PolitikerInnen und Medien, dass die da jetzt natürlich um ihre Position fürchten, das glaube ich auch sehr. Und umgekehrt gibt's aber in der Bevölkerung, glaube ich, halt
das bin ich ein bisschen pessimistisch, eine sehr, so eine Mentalität mit, hat ja eh keinen Sinn, wenn ich mich da jetzt engagiere. Was leider Gottes daran liegt, dass die Leute, glaube ich, lange einfach die Erfahrung gemacht haben, dass sie vielleicht super Ideen haben. Und aber ist das nicht auch ein Ergebnis des Obrigkeitsstaates? Ja, absolut. Also ich glaube, dass da könnte man historisch sicherlich viele Ursachen finden und in der Schweiz, weil du die angesprochen hast von wegen Informationen und Prospektpflicht, da muss man sich auch einmal die Medien anschauen. Also ich habe eine Zeit lang nahe der Schweiz auch gewohnt und habe dann oft also so am Abend so nur den Teletext oder manchmal auch im Internet Schweizer Zeitungen gelesen. Also da muss man schon sagen, also gerade worüber die auch berichten, über Dinge, wo wir uns denken, das wird bei uns nie in eine Zeitung kommen. Es sind aber die Themen, die Leute dort beschäftigen und eben auch, weil deswegen, weil es durchaus drinnen ist, dass da demnächst jetzt eine Form von direkte Demokratie diesbezüglich stattfindet. Meistens ist es dort eine Volksabstimmung, die kann man natürlich durchaus fragen, ob jetzt ja, nein, wirklich heute oft noch zeitgemäß ist, das stimmt auch, aber das Zusammenspiel Medien, Politik ist dort ein ganz anderes und es ist auch das Bewusstsein der Leute, was sie bewirken können, ein ganz anderes. Also das bei uns ist ein bisschen so dieses, naja, das ist eh wurscht, ob ich dort hingehe und so. Also ich glaube, wenn man das schon so gemacht hat mit der Wehrpflichtvolksbefragung, dann hätte man diesen Weg auch konsequent weitergehen müssen und gleich sagen, okay, und jetzt kommen die nächsten 5 Sachen, wo wir so etwas machen. Möglichst vielleicht mit einer sehr ausdifferenzierten Fragestellung. Weil dann lernen die Leute, dann findet wirklich ein Umdenken statt und dann braucht man vielleicht gar nicht so viel Informationspflicht, sondern dann wird einfach mehr informiert, weil dann merken die Leute, selbst wenn was in eine andere Richtung einmal ausgeht, als wir es uns wünschen würden, aha, wenn ich dort hingehe und mitmache, dann kriege ich auch was. Zwischenfrage, ja? Weil es war ja damals, als ja. Die Lissabon-Verträge in Frankreich und den Niederlanden abgelehnt ja, worden. Ja, das war die Verfassung für Europa. Abgelehnt worden ja. sind. War immer die Rede davon, die haben ja auch nie Volksabstimmungen. Mhm. Und dann ist immer die Rede von einer innenpolitischen Abrechnung. Das heißt, dann geht es ja nicht mehr um das Thema selbst, sondern um der Regierung eins auszuwischen zum Beispiel. Ja. Ist es dann so, wenn ich das richtig verstanden habe, je mehr man das einsetzt, desto weniger würde das eine Rolle spielen? Ja, ich glaube tatsächlich, das ist natürlich nur eine These, dass je mehr den Leuten bewusst wird, dass ihre Entscheidungen wirklich die Konsequenzen haben und dass das nicht nur eine Proteststimme ist gegen die jeweilige Regierung oder die jeweilige Innenpolitik, desto rationaler wären auch die Entscheidungen, die bei solchen Formen direkter Demokratie dann herauskommen. Dann stelle ich gerne die Politikerin unter uns nochmal die Frage, weil wie verhindert man eben, dass solche Abstimmungen, sage ich mal, wo wir ja eigentlich vom Internet in die Partizipation reden, aber jetzt sind wir jetzt ein bisschen dahin gelangt in diese Geschichte, inwieweit man das nicht zur innenpolitischen Abrechnung macht, sondern wirklich zu einer Sachdiskussion. Und eine andere Frage, die kann ich nur die Politikerin unter uns stellen, aber wenn ihr eine Meinung habt, sagt es gern. Ist es vielleicht auch ein Problem für die Politik? Weil die Politik hat ja bisher immer so funktioniert, dass man gesagt hat in der Demokratie, wir müssen jetzt viele Menschen versuchen zu überzeugen von unseren Ideen. Und jetzt dreht sich's um, plötzlich müssen Politikerinnen zuhören. Da kennen Sie das gar nicht. Ja, also ich glaube, dass da wirklich auch die Job Description sich ändert. Ja? Spätestens ab dem Zeitpunkt, wo man sagt, man geht ernsthaft sozusagen in ein System, das eine ernsthafte direkte Demokratie als Ergänzung zur repräsentativen ist. Also wir haben ja auch immer in unseren Modellen als Grüne und jetzt auch eben in diesem Kompromissvorschlag mit ÖVP und SPÖ in diesem ausgehandelten, klar, die Geschichte Initiatorinnen treffen auf
auf Parlament, und da gibt es ja überhaupt keine Übung dafür. Ne? Also es gibt sozusagen, wenn man sich anschaut, wie bislang die Volksbegehren abgehandelt wurden, was gibt's? Man geht zur Nationalratspräsidentin oder zum Präsidenten, derzeit ist eine Präsidentin, und übergibt ein Backen Papier, das sind dann die Bürgerinitiativen und die Petitionen, und da kriegt man dann einen Fototermin und dann geht man wieder. Das ist sozusagen ein möglicher Austausch. Jetzt mit der Institution Parlament, ohne jetzt einzelne Parteien oder Personen anzuagieren. Und die zweite Möglichkeit ist, man geht rauf auf die Galerie und schaut zu, wie die Politikerinnen sich was auch immer gegenseitig ausrichten, an den Kopf werfen. Also diese Kultur gibt's überhaupt nicht, und das verändert natürlich die Job Description, und das gehört auch zu dieser notwendigen Veränderung. Und ich bin da voll beim Alexander. Ich glaube auch, dass die Übung sozusagen tatsächlich hier auch dann das Gesamtsystem verändert, bis hin zu, dass auch die Wahlen nicht mehr notwendigerweise der Moment sind, wo abgerechnet werden muss. Und es geht auch um Verantwortung übernehmen. Ich meine, was macht man jetzt als Bürgerin oder Bürger, der angefressen ist? Ja? Man geht entweder gar nicht hin, oder man geht hin, sagt, eh alles trotteln, aber die sind die, die am wenigsten trotteln sind, und dann macht man ein Kreuz dorthin, ärgert sich vielleicht am nächsten Tag gleich, x-mal passiert in Wien, gehört von Menschen, die gesagt haben, die Absolute gehört gebrochen, diesmal wähle ich nicht rot, und dann einmal habe ich noch rot gewählt, und dann haben sie wieder die Absolute gehabt. Ja. Das Gleiche passiert wahrscheinlich in Niederösterreich oder überall dort, ja, wo, und das gibt es wahrscheinlich Wählerinnen aller Couleurs, also da sind die SPÖ-Wählerinnen jetzt nicht ausgewiesen. Und bis zu einem gewissen Grad, und das war schon spannend rund um die Wehrpflicht, haben Leute darüber diskutieren müssen, wie sehe ich das denn jetzt wirklich? Und die nächste spannende Diskussion, die sich daran knüpfen hätte können und ja ein bisschen in den Zeitungen auch begonnen hat, ist die Frage, und wer entscheidet jetzt aus welchen Motiven? Ja, also ist das jetzt sozusagen eigene Haltung, und mein Rock ist mir am nächsten und ich entscheide, weil ich will einen starken Soldaten vor meiner Tür stehen haben, entscheide ich als Alter jetzt oder ich als Frau über die Männer oder entscheidet über wen? Die Diskussionen sind dann auch zu führen, ja, und auch die Frage nach, was ist dann meine Motivenlage, und da kommt natürlich das Thema Solidarität und alles, was da irgendwie damit in Zusammenhang steht, aufs Tapet. Jetzt fangen wir doch nochmal von der Ecke an und dann kommst du wieder dran. Ja, ich mache das absichtlich. Das ist jetzt auch die letzte Frage, da möchte ich nämlich eure fragen. Also ihr könnt schon mal nachdenken, welche Fragen ihr stellen wollt. Ich will jetzt nämlich zu Island kommen. In Island gab es ja eine sehr interessante Geschichte. Und zwar nach der Krise hat auch das isländische Volk der Politik nicht alle Lösungskompetenzen sozusagen mehr zugetraut, um es mal so zu sagen, und hat aber auch festgestellt, sie haben eine recht alte Verfassung, die sie damals, weil sie haben sich ja recht klug, so mitten im Krieg, wo Dänemark sich nicht wehren können, unabhängig gemacht, nämlich in den 40er Jahren, hatten aber noch die alte dänische Verfassung und haben festgestellt, wir haben eigentlich nie selber eine eigene Verfassung entwickelt. Worauf dann nach der Krise und wo dann wieder so Fragen, also wie organisieren wir uns denn überhaupt? Ja? Wir Menschen in Island, wie organisieren wir uns? Die Idee war, wir schreiben eine neue Verfassung. Und dann konnten Menschen kandidieren in einen Verfassungsrat. Die durften alles sein, nur nicht Politiker und Politikerinnen. Die waren nämlich ausgenommen. Das waren die einzigen Verbotenen, sozusagen. Und in diesem Verfassungsrat, das wurde dann gewählt. Die haben dann auch diverseste Tools aufgebaut, also YouTube-Channel, Facebook-Seite, Twitter-Account, YouTube, also alles, was es so gibt. Sind aber auch durchs Land getingelt, und das muss man auch dazu sagen, haben auch mit den Leuten gesprochen. Also in den Dörfern, in den kleineren Städten. In Island ist das ja nicht so schwer. Es hat so viele Einwohner wie Graz und Umgebung, da tut man sich ein bisschen leichter. Und haben eine neue Verfassung geschrieben. Der Armin Wolf hat in einem Kommentar der anderen im Standard Ähnliches vorgeschlagen für eine ORF-Reform. Er hat gesagt, die Politik hat so viele Einzelinteressen, so viele Eigeninteressen, dass es gescheit wäre, so wie es in anderen Ländern bei manchen Punkten auch schon gibt. Man nimmt sich sozusagen mit Losverfahren Menschen aus der Bevölkerung, die entwickeln eine Lösung, und diese Lösung wird erst sozusagen der Politik zugeführt. Ja. Sind das Modelle, jetzt frage ich natürlich, weil die Verfassung ist ja quasi die Grundlage deiner Arbeit, ja. Sind das Modelle, die in Österreich anwendbar wären oder wo man in Zukunft vielleicht auch hindenken soll? Also was mir da jetzt unmittelbar drauf einfällt, ist,
es gab ja durchaus auch in Österreich die Idee, wir schreiben eine neue Verfassung oder wir schreiben die Verfassung neu. Österreich-Konvent. Genau. Aber das, was du, also was du jetzt beschrieben hast, ist, wie soll man sagen, eine sehr positive Weiterentwicklung dieser Konventsidee. Weil die ist ja grundsätzlich, war damals schon auch die Idee, es soll so ein durchaus vom Parlament verschiedenes Gremium geben, das das macht, nur waren sie was in Österreich, also von quasi der Zivilgesellschaft war dort nicht viel zu finden, sondern es waren die drinnen, die ohnehin schon überall das Sagen haben. Parteien, Länder, Sozialpartner, ein paar Experten, ja, und während man dort also einen anderen Weg gegangen ist. Österreich ist ein unglaublich in diesen organisatorischen Strukturen unheimlich starr. Und das erklärt vielleicht auch wieder ein bisschen, warum einfachere Partizipation oft so nicht gehört wird, weil es einfach so andere, wenn man so will, organisierte Partizipatoren gibt, die so irrsinnig laut sind. Also an erster Stelle die Sozialpartner. Wenn die sich einig sind, dann interessiert die jetzigen Regierungsparteien, behaupte ich einmal, herzlich wenig noch, was sich zivilgesellschaftliche Initiativen denken. Und natürlich finde ich, um wieder auf den Einstieg Island und dieses Modell zurückzukommen, finde ich persönlich das eine super Idee, keine Frage. Ich bin einfach zu sehr Realist, dass ich mir eine solche Initiative in Österreich jetzt vorstellen kann. Also irgendwas, wo also nicht organisiert die Sozialpartner dabei sind bei sowas, also das tue ich mir wirklich schwer, wenn man sich es manchmal wirklich wünschen würde, weil die einfach oft so, wie soll man sagen, so gut das teilweise ist, aber so sehr überschreitet dieses sozialpartnerschaftliche Modell oft auch einfach seine Kompetenzen und will wo mitreden, wo sie eigentlich nichts mehr verloren haben. Und ich finde das also eine super Idee. Und ich kann es mir nur schwer vorstellen, wie so etwas in die Gänge kommen kann. Wenn nicht so eine Staatspleite wie in Island, die wünsche ich mir nicht. Ja. Aber es gibt ja nun, um nochmal nachzufragen, weil das ist mir schon ein wesentliches. Gibt es einfach so Dinge, wo die Politik selber vielleicht keine Lösung mehr finden kann, weil sie sich so viel in den eigenen Strukturen verhaftet? Gibt sicher viel. Also Föderalismus. Ich kann mich an Parteien erinnern, die waren für die Abschaffung von Bezirksvorsteher Stellvertreter, bis sie selber welche hatten. Ja. Weil man dann sozusagen eigene Leute abschaffen müsste. Ja. 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 Was natürlich schwerfällt, weil das sind ja auch menschliche Komponenten dabei. Ich meine, das ist ja gar keine Frage. Ja. Ist das sowas, wo man sagt, die Politik kann das nicht lösen, das muss man anders lösen? Ja, also ich glaube schon, nur das Problem ist, dass man kann, also dass ich mir schwer vorstellen kann, wäre so eine große, weil eine Initiative, wir schreiben die Verfassung neu, muss viel breiter getragen sein als eine Initiative, die sich jetzt um einen Skaterpark bemüht. Ja? Und da, ich kann mir einfach ganz schwer vorstellen, wie man das außer in einer wirklichen Extremsituation auf die Beine kriegen kann. Ich würde es mir wünschen und finde die Idee bestechend, aber ich tue mir schwer, vorzustellen, wie das wirklich zu leben beginnt. Aber es gab ja auch eine Volksabstimmung danach. Ja, nein, wunderbar. Nur bei der jetzigen österreichischen Mentalität, wie ich sie skizziert habe vorhin, kann ich mir so eine wirklich breite Teilnahme am Projekt, wir schreiben die Verfassung neu, wenn das nicht aus einem, wir müssen jetzt wirklich was tun, wie bei der Staatspleite herauskommt, kann ich mir das furchtbar schwer leider vorstellen. Also bin ich leider ein bisschen zu pessimistisch. Wir sind vielleicht in dem Raum, sind wir manchmal zu sehr Idealisten, fürchte ich, in dem Punkt, weil hier wahrscheinlich lauter Leute sitzen, die politisch interessiert sind und wahrscheinlich auch schon mal was in die Richtung unternommen haben. Aber es gibt leider Gottes eine ganz breite Masse, die einfach sehr phlegmatisch ist, sage ich mal dazu.
ja, mag ein paar pessimistischer Befund sein, aber deswegen kann ich mir so eine wirklich breite Initiative zum Projekt, wir schreiben die Verfassung neu, auf Basis so eines aus dem Volk entspringenden Konvents, kann ich mir sehr schwer vorstellen, auch wenn ich persönlich das super finde. Wobei schon die Frage ist, ab wann gilt jemand als politisch interessiert, oder? Finde ich. Also muss man die Innenpolitik intensiv verfolgen? Nein. Ja? Oder reicht eben das Interesse an dem einen Park, dass der und wahrscheinlich gibt es schon eine Schnittmenge zwischen dem Skaterpark und der Verfassung, nämlich Free Skating in die Verfassung statt Gott in die Verfassung zum Beispiel. Ja. Nein, aber das würde mich schon interessieren, du hast dich ja auch sehr intensiv mit Island beschäftigt. Ja. Und wir haben gerade diskutiert, ob es Dinge gibt, die die Politik selbst nicht mehr lösen kann und die man sozusagen auch auslagern müsste. Jetzt bist du selber Politikerin, siehst du das auch so? Du hast ja auch die Island-Geschichte sehr stark verfolgt. Also ich glaube immer und überall, ich meine, ich bin ja nicht nur Politikerin, sondern auch Mediatorin und Organisationsberaterin, und da zeigt sich ja immer, dass Veränderungsprozesse auch einen Fokus von außen brauchen und von innen nur dann gehen, wenn es einen hohen Leidensdruck gibt. Das war im Fall von Island eben die Krise, da bin ich beim Alexander, die brauchen wir jetzt nicht zwingend als Voraussetzung. Ja. Aber auch diese ganze Diskussion rund um direkte Demokratie ist ja nicht im Parlament entstanden, sondern da gibt es ganz viele NGOs und Initiativen, manche sind auch heute da, die hier regelmäßig sehr beharrlich, sehr stur uns immer wieder anreden, immer wieder anadressieren und sagen, da müsst ihr was tun, und halt manchmal sozusagen dann Personen finden, die das dann auch parlamentarisch fortsetzen. Was ich ja in Island spannend gefunden habe, war der eine Teil des Prozesses, wo nach repräsentativen Kriterien Menschen ausgesucht wurden, die sozusagen diesen Prozess vorbereitet haben und bestimmte Fragestellungen formuliert haben. Worum geht's uns denn eigentlich? Das heißt, man hat dort nicht nur auf, wenn man so will, Freiwillige gesetzt, die halt ein spezielles Interesse haben, sondern man hat, so wie bei Geschworenenauswahl, ja, einfach gesagt, wir brauchen Alte, wir brauchen Junge, wir brauchen Frauen, wir brauchen, und da war zum Beispiel irgendeine 80-jährige Frau, also wir hatten ja zweimal einen Gast aus Island da, die in diesem Verfassungsrat war, die Silja Omasote, und die hat ihm erzählt, da war so eine 80-jährige Frau, die da ausgewählt wurde durch diesen Zufallsgenerator, und da hat dann der Sohn angefragt, oder sie selber hat angefragt, ob statt ihr der Sohn kommen darf, und das war nicht möglich, weil der war keine 80-jährige Frau. Also die demografische Ausgeglichenheit. Genau, da ging es um die demografische Ausgeglichenheit, auch unterschiedliche sozusagen Berufsherkunft. Und das einmal auch so als Start zu nehmen, finde ich irgendwie spannend. Auch die Leute, obwohl sie nicht freiwillig kommen, zu sagen, partizipiert, ja, und dann halt auch bestimmte Reisekosten zu vergüten. Aber da vielleicht auch Menschen erst zu interessieren, dafür mitzumachen, über diesen Weg, anstatt nur darauf zu warten, wen interessiert und wer kommt. Und für Österreich gibt es diesen Vorschlag ja auch schon länger von diversen Initiativen, zum Beispiel Mehr Demokratie, die vorschlagen, einen sogenannten Bürgerinnenrat zu machen, also vergleichbar mit Island, einfach zum Thema Weiterentwicklung der direkten Demokratie. Ja, also zu sagen, machen wir, wenn da im Parlament nichts weitergeht, jetzt ist einmal was weitergegangen, schauen wir, ob wir es zu einem Abschluss bringen, aber selbst dann. Und ich habe mich dieser Forderung angeschlossen, zu sagen, machen wir eben auch einen demografisch repräsentativ zusammengesetzten Bürgerinnenrat, die hier die Weiterentwicklung der Demokratie beraten, weil vielleicht ist es sogar so, dass die zu dem Schluss kommen, na, manche Dinge von den Dingen, die sich eine kleine Gruppe überlegt, wollen wir gar nicht, sondern wir wollen was ganz anderes. Und insofern, glaube ich, ist die Verfassung vielleicht ein zu großes Projekt, weil da eben auch all diese Interessensgruppen, Länder und Sozialpartner und so halt auch um ihre Stellung fürchten. Aber im kleineren Rahmen einmal zu beginnen und hier auch wirklich einen Prozess durchzuführen, und sei es jetzt die direkte Demokratie oder ganz ein anderes Thema, fände ich durchaus spannend, und da gibt es durchaus auch schon Leute, die hier ganz konkrete Konzepte ausgearbeitet haben. Vom Schwedenplatzgestaltung zur Verfassung schreiben, geht das? ich möchte kurz noch widersprechen dir vorhin. Es tut sich nichts auch in Verfassungsebene. Es gibt die Landesverfassung in Vorarlberg, in der Bürgerinnenräte mittlerweile als Pflicht drinnen stehen.
das heißt Bürgerinnenrat zur Methodenerklärung. Das sind meistens rund um 12 ausgewählte Personen, die eben aufgrund statistischen, demografischen, ähnlichen Merkmalen dann angefragt werden, ob sie zu einem Thema Verkehrskonzept, zum Beispiel Vorarlberg und Ähnliches, hier mitmachen wollen, so lang, bis diese 12 dann voll sind, weil natürlich wenn man 12 anschreibt, methodisch gesehen nicht 12 zusagen, aber da werden mehrere angeschrieben und die ersten 12, die sich hier melden, werden dann eben nach diesen Prinzipien Männchen, Frauchen, Regionalität und Ähnliches. Und das ist in der Landesverfassung Vorarlberg mittlerweile festgeschrieben. Das heißt, es bewegt sich schon was, vielleicht jetzt nicht auf der größten, obersten Ebene. Und wenn ich mir Kärnten anschaue, auch dort gibt es jetzt ein Transparenzgesetz. Und ja, Krise ist konstruktiv und kann in Positives umgewandelt werden. Und ich glaube, dass wir da schon einiges noch erleben werden. Und die Verschränkung auch dieser Ausarbeitungen von Bürgerinnenräten, wiederum auch mit Online-Methoden, dass nämlich auch eine größere Gruppe als diese 12 dann auch teilnehmen kann an diesem Entwicklungsprozess, der da passiert ist, die ist dann auch, also da beginnen auch wieder Synergien stattzufinden, die sehr spannend sind und wo auch noch Neuland betreten wird, wie hier sozusagen der Online-Prozess mit Bürgerinnenräten verknüpft wird. Und was ich gemerkt habe jetzt im Stadtentwicklungsprozess Wien, da gab es auch einen Bürgerinnenrat. Das sind Leute, die sich jetzt unheimlich identifizieren plötzlich mit diesem entwickelten Konzept, das sie da über zwei Tage sozusagen als Bürgerinnenräte ausgearbeitet haben. Die sind aufgestanden bei der großen Präsentation und haben alle eingefordert, Freunde, wir haben das jetzt erarbeitet als Bürgerinnenrat, wir wollen jetzt auch wissen, was mit der Umsetzung ist. Also da gibt es auch eine ganz andere Identifizierung dann mit dem Thema und mit dem Wunsch auch hier mitzugestalten. Deswegen sehe ich auch diese Offline-Komponenten als ganz wesentlich, sie zu verzahnen mit der E-Partizipation und sie nicht nur allein zu lassen. Und ja, warum nicht auch Verfassung auf diese Art zu behandeln? Wo ich ganz stutzig geworden bin, war zum Beispiel Niedersachsen, dass dort das Beamtendienstrecht über ein Wiki überarbeitet wurde. Ja, also Deutschland, ja, nicht irgendwo, sondern in Deutschland, ein Bundesland, Niedersachsen, hat die Beamtendienstrechtsvorschrift, die halt 30 Jahre alt war, einer freien Diskussion paragraphenweise, absatzweise über ein Wiki mit Änderungsnachvollziehungsmöglichkeit über Internet ermöglicht. Und da fragt man sich, okay, wer macht denn da jetzt mit? Ja, mich würde das eher weniger kitzeln, ja, aber da gibt es passionierte Menschen, die sich da wirklich auch einbringen und man sollte nicht, man sollte das sozusagen, das Skaterpark ist immer sehr demonstrativ, ja, weil das skatet Interesse und ja, das geht ein paar Jahre oder 10 und da will ich dabei sein, aber es gibt auch für schwierigere Themen immer Menschen, die sich finden, die da dranbleiben und ich glaube, das ist, denen man die Chance hier eröffnen kann und muss. Und mein Abschlusswunsch ein bisschen auch vor dem Publikum zu fragen ist, Zivilgesellschaft wird erkannt, dass es ein ganz hoher Wert ist jetzt hier. Ja? Die bringen Inputs, sie werden gesehen, ja? an Stellen. Ich glaube genauso, und das ist auch der Sinn dieses Governance 2.0 Camps, das im Dezember heuer wieder ist, wo man versuchen, Verwaltungsmitarbeiter und Politik zu enablen, ihnen zu zeigen, ihnen Angst zu nehmen vor Beteiligungsprozessen, dass diese Lernprozesse, wo ihr identifiziert habt, Politiker und Medienleute tun sich sehr schwer damit, und sehen auch bei Medienleuten super in Deutschland, die Pressesprecherin von Merkel, wie er plötzlich gesagt hat, er will jetzt über Twitter nur mehr kommunizieren, was für ein Medienaufschrei in der Community war, die das nicht akzeptieren wollten. So, da, glaube ich, gehört ganz viel Arbeit geleistet in Richtung Bestärkung von Innovatoren, die heute in Institutionen sind, sich Dinge zu trauen, Dinge auch auszuprobieren und auch ein Paradigmenwechsel im Sinne von, ja, es ist auch okay, wenn ein Projekt auch mal eine geringe Beteiligung hat oder auch durchaus scheitert, auch dieses Fehler machen können. Ja, ja, gerne. Das klingt ja sehr stark so, eben nach diesem klassischen Crowdsourcing-Projekt, dass man sagt, wir haben zwar ein paar Expertinnen, aber wir sind nur drei. Da draußen gibt es vielleicht auch 100 andere. Da sind wir 103. Und wenn wir 103 Expertinnen sind, ist es umso besser. Ist das so ungefähr zu denken? Ja, also es sind Kompetenzen einfach im Land. Und interessanterweise, es geht ja dann aus dem Land raus. Ja, Deutschland hat 12 Bundesländer. 16. Danke, 16 Bundesländer. Das ist auch BRD.
Da gibt es ja dann plötzlich Inputs aus anderen Bundesländern, wie denn dort das Beamtendienstrecht reformiert wurde, und die Menge vergrößert sich. Ja, das ist auch ein sehr spannender Prozess, immer wenn wir beginnen, mit Verwaltungsleuten solche E-Partizipationsprozesse zu überlegen, wer darf denn teilnehmen überhaupt? Ja, nur der hier wohnt, ja, am Schwedenplatz zum Beispiel, oder warum nicht denn auch der hier zum Eisgeschäft geht, der hier Tourist ist, ja, oder der sich seine Arbeit nachgeht, müssen wir wirklich jetzt dann das Melderegister abgleichen, ja, mit der Teilnahmebestätigung, dass der hier etwas mitgestalten darf. Und da merkt man einfach, dass ja in der Breite und in der Größe einfach Ressourcen schlummern, die sich einbringen wollen, diese Kanäle zu öffnen. Mit einem klaren Angebot auch, ja, weil das Schlimmste ist immer zu sagen, macht's einmal, also tut's mal, ja, kommt's mal mit irgendwas, ja, ohne Klarheit darüber zu haben, wo kann ich hier etwas beitragen, was ist denn auf der anderen Seite, und da kommt auch immer so, es bringt eh nichts, ja, also wenn da nicht die Beteiligungsversprechung klar am Tisch liegt, und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Darf ich noch fragen, weil du diesen Zettel da vor dir liegen hast, mit den wichtigsten Geboten für E-Participation. Das wollen wir jetzt aber schon noch wissen. Und dann kommt sie dran. Ja, wir haben einfach jetzt aus 4-5 Jahren so eine Art Knigge gemacht. Ich habe ihn auf die Seite auch ausgelegt mit unseren 10 Punkten für erfolgreiche E-Partizipationsprojekte. Wir stellen das auch gerne zur Diskussion, weil das sind keine Gebotstafeln. Wir haben die 10 Zahl, 10 hat sich ergeben. Aber das sind einfach so Learnings, wo wir gemerkt haben, wo kommt dann auch großes Enttäuschungspotenzial her. Also zum Beispiel, wenn ich sage, ja, ich habe da eine Landkarte und kann Radfahrwege markieren, wo sie Probleme mir bereiten, aber wenn nicht klar ist, was passiert mit den Ergebnissen, ja, dann mache ich das einmal und dann sage ich, pff, das bringt nichts. Das sind eben solche Erfahrungen, die wir da gemacht haben, bis hin so, eben, es sollte auch möglich sein, anonym teilzunehmen, weil das beginnt wieder mit Hemmschwellen oder mit Schwellen, wenngleich es schöner ist, in einem Online-Dialog genauso wie hier physisch auch seinen Namen zu nennen, und wir das auch empfehlen. Und kann man sich unter neuundkühn.at auch runterladen und gerne auf digitalen Input auch bereit, das auszutauschen. Danke. Es gibt ja nicht nur technische Hürden, es gibt ja auch immer noch 20% Österreicherinnen, die das Internet gar nicht verwenden. Ja. Wie kann man da, ich fange jetzt mal da an, bei dir wieder? Ja, schwierige Frage, weil es wird immer einen Prozentsatz, die das warum auch immer nicht nutzen wollen oder können, wird es immer geben. Ja. Denen muss man bei ernsthaften Projekten eben andere Wege anbieten, glaube ich. Das Schlimmste ist, glaube ich, eine Form von Ausgeschlossensein, und natürlich ein anderer Weg ist dort, wo das wirklich an technischen Voraussetzungen scheitert, dass man wirklich schauen muss, dass die Kommunikationskanäle da auch an den letzten Ecken angemessen ausgebaut werden. Das kann nicht überall ganz toll sein, aber jedenfalls so, dass es reicht, sagen wir so. Ja, also mehrere Alternativen anbieten, so wie es der Alexander gesagt hat, ist sicher ein Punkt. Ich war mal in Kirgisistan Wahlbeobachten für die OSZE, gemeinsam in einem Team mit einer schwedischen Sozialdemokratin. Und ich bin für Verfassung, Demokratie und Familie zuständig in Österreich. Sie war für den Ausbau des Internets zuständig. Das war ihre einzige Agenda.
seit, glaube ich, 15 Jahren. Und ich glaube, Schweden ist sogar das Land, wenn mich nicht alles täuscht, wo sozusagen diese Breitbandausbau am höchsten ist. Bitte? Finnland. Aber sozusagen. Nein, Rumänien. Mittlerweile Rumänien. Sie hat damals behauptet, Schweden, dann war das gutes Eigenmarketing. Aber der Punkt ist, also sozusagen, dass ich kenne in keiner österreichischen Partei einen Beauftragten, der sich nur um dieses Thema kümmert. In Schweden ist das aber wahrscheinlich auch aufgrund der Topografie wahrscheinlich noch mehr Thema irgendwann einmal gewesen. Aber wahrscheinlich müsste man sich da auch nochmal anschauen, wo sind da auch mögliche föderale Grenzen, weil ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ja, ob das nur Bundeskompetenz ist oder ob die Länder auch was mitzureden haben. Ja, da weißt du wahrscheinlich mehr. Aber ich habe das spannend gefunden, ne, dass eine Schwedin sagt, ich kümmere mich um das und die war total stolz, was sie da schon alles erreicht hat und hat auch Preise bekommen von allen möglichen Institutionen, weil sie sich um dieses Thema kümmert. Und das habe ich als politisches Anliegen, war mir das total neu, aber eigentlich nachvollziehbar, ja, im Sinne von, wer kann wie partizipieren. Eine Antwort aus der Methodenküche und der Praxis: aufsuchende Methoden sind in der Partizipation einfach die Antwort auf, wie bekomme ich marginalisierte Gruppen, Gruppen, die nicht von selbst kommen, in einen Beteiligungsprozess hinein. Das ist zum Beispiel eine aktivierende Befragung. Ja, da gibt es einen Köcher an Methoden und man muss auch dazu sagen, es muss nicht jeder teilnehmen. Ja, es gibt einfach eben klassische Methoden, die man verschränkt, dann mit Online-Angeboten und da gibt es Online-Affine und da gibt es weniger Online-Affine. Und ja, es muss nicht jeder beglückt werden mit Online. Aber wichtig ist, dass es konzeptionell eben auch mitgedacht wird. Ja, dass man sagt, da gibt es eben wirklich Gruppen, gibt es sprachliche Barrieren, da gibt es zeitliche, da gibt es Bildungsbarrieren, da gibt es einkommensabhängige Barrieren, dass man diese wirklich auch sich anschaut. Und dann braucht man natürlich in so einem Beteiligungsprozess auch die Finanzierung dazu, weil etwas Aufsuchendes ist immer mit Ressourcen dann auch gleich verbunden. Ja. Also jetzt verlasse ich kurz die Moderationrolle und bin jetzt der netzpolitische Sprecher der Grünen. Es gibt natürlich, der Ausbau vom Breitband ist ja nicht nur eine Frage der Länder und der Staaten, sondern ist ein europäisches Thema. Es gibt die digitale Agenda, dieses europaweite Projekt, um bis 2035, wenn mich nicht alles täuscht, eigentlich ganz Europa am Breitband anzubinden. Es gibt auch Untersuchungen, die zeigen, dass es für Bruttosozialprodukt und so weiter wahnsinnig wichtig ist. Allerdings, wir wissen auch, dass das Budget gerade neu verhandelt worden ist, nämlich das europäische Budget. Und die erste Einsparungsmaßnahme, die man gleich einmal gemacht hat, war digitale Agenda. Also von 4 Milliarden auf 1 Milliarde runtergekürzt, also um 3/4 runtergekürzt. Allerdings war das natürlich, da geht es immer um Finanzierungskredite, weil natürlich die wahren Profiteure immer noch von Breitbandausbau sind natürlich die Netzbetreiber selbst. Die haben ja auch ein Interesse daran. Nur in kleinen Tälern, wo es nur wenige Häuser gibt, ist natürlich dann der Gewinnmarsch so gering. Aber es gibt sehr interessante Beispiele. In Frankreich zum Beispiel müssen bei Neubauten auch, muss dafür gesorgt werden, dass die schnellen Kabeln, Glasfaserkabeln auch innerhalb des Hauses stattfinden. Es ist in Wien sehr oft so, dass du bis zur Haustür supermoderne Glasfaserkabel hast, aber im Haus nicht mehr. Das heißt, man müsste auch das so machen, dass bei Restaurierungen, Renovierungen, das wird in Wien übrigens mittlerweile gemacht, auch dann im Haus die modernen Kabel gelegt werden. Schwierig ist es natürlich bei Digital Gap, wenn es wirklich um Menschen geht, die gar nicht mit dem Computer umgehen, so wie mit meiner Mutter zum Beispiel, ja, die auch nur sehbehindert ist, also ohnehin schon Angst vor diesem Ding hat, ja, die ist nur ein Telefon hat mit so großen Tasten, weil sie so schlecht sieht. Da habe ich allerdings die Erfahrung gemacht, dass Dinge, die im Internet passieren müssen, und das sind in Deutschland halt immer mehr Sachen, wo sie auch tatsächlich an Grenzen stößt, tatsächlich dann innerfamiliäre Hilfe und dergleichen eine sehr, sehr entscheidende Rolle spielen, was aber auf die Dauer wahrscheinlich auch keine Rolle spielt. Aber ich glaube, dass wir da schlicht und ergreifend auch in einem Zeitmoment leben, wo sozusagen eine Übergangsphase stattfindet. Und da muss man sich dann immer wieder Lösungen finden, das glaube ich. Ja. Die Frage stellt sich dann aber trotzdem oft, auch zum Beispiel rund um die Europäische Bürgerinitiative, verstecken sich dann die Gegner von direkter Demokratie oder die Bremser im Bereich der direkten Demokratie dann genau hinter diesen technischen Geschichten. Und das ist auch die Diskussion, ja. Für welche Sicherheitsstufe muss auch für welchen
demokratischen Prozess angewandt werden. Also wenn es ums Kreuzerl geht, wie wir heute schon eingangs gesagt haben, also um die Wahl, ja, dann muss da ja wahrscheinlich ein anderer Sicherheitsaspekt angewandt werden, als um Agenda-Setting, wie beispielsweise die Europäische Bürgerinitiative eine ist. Die hat ja überhaupt keinen verbindlichen Charakter am Ende. Da wird dann irgendwas an sozusagen die Institutionen der EU appelliert und die machen dann damit, was sie machen wollen, jetzt sehr, sehr überspitzt gesagt. Und was in der Diskussion aber immer wieder stattfindet, ist alles in einen Topf und die eher auf der Bremse stehen, wollen dann extrem hohe Sicherheitsanforderungen. Deswegen hat Österreich, was die Europäische Bürgerinitiative betrifft, weit über das, was notwendig war, hinaus geregelt und man darf nur mit Reisepass und nur mit Personalausweis eine Europäische Bürgerinitiative unterstützen. Ganz wurscht, dass es auch Leute gibt, die weder noch haben. Ja, das ist ihnen dann ganz egal. Und auf der anderen Seite gibt es eben schon noch Leute, die sagen, wurscht und die Sicherheit braucht man gar nicht und immer diese Angst vor Missbrauch und das wird nicht passieren. Und ich befinde mich da schon auch zwischen diesen beiden Stühlen, muss ich sagen, weil ich will natürlich auch nicht, dass demokratische Prozesse und erst recht nicht, wenn es um Entscheidungen geht, so passieren, dass man erstens, und das war eben die Diskussion und die Geschichte auch bei E-Voting, nicht rückverfolgen kann, wer hier welche Entscheidung getroffen, also nicht rückverfolgen kann, ob die eigene Stimme gezählt wurde, beziehungsweise rückverfolgen kann, wer sich hier geäußert hat. Ja? Also beides wollen wir nicht. Ne? Es gibt die Wahlgrundsätze, geheime Wahl, persönliche Wahl und so weiter und so fort. Und ich bin voll bei dir, was diese verschiedenen, also ich glaube, das ist auch ein Teil, und da nehme ich mich selber nicht aus, des Problems, wenn du sagst, was du vermisst hast, ist sozusagen, oder dein Eindruck ist, wir versuchen sozusagen jetzt das bestehende demokratische System sozusagen da ins Internet, in diese Box hineinzupfropfen. Das ist, glaube ich, auch tatsächlich Teil des Problems, auch schon meiner Generation, dass ich bin damit nicht aufgewachsen. Also ich habe in der 5. Klasse Informatik gehabt, da haben wir Pascal programmieren gelernt, falls das irgendwem noch ein Begriff ist, mir nicht mehr, ja. Das war's. Und das nächste Mal, also sozusagen wirklich mit Internet arbeiten, war dann, naja, ich habe Kochrezepte programmiert, ne? Ganz anspruchsvoll. Aber irgendwann dann, also sozusagen mit Internet leben und arbeiten, hat Ende der 90er, Anfang 2000 frühestens stattgefunden. Also ich war, die ganzen Jobs, die ich gemacht habe, auch als Anwaltsanwärterin, als Jugendamtssozialarbeiterin, ich habe mit dem überhaupt nichts zu tun gehabt. Also ich glaube, man muss da, wenn du so willst, auch bis zu einem gewissen Grad sozusagen auch Geduld gegenüber den mit 40-Jährigen sogar schon haben, ja, und erst recht gegenüber den 60-Jährigen, wobei meine Mutter ist diesbezüglich viel besser als ich, also da kommen auch noch Neigungen und Talente dazu. Aber es ist wichtig, das auch anzudeuten, und ich kriege ja diese Prozesse zum Beispiel bei den Grünen in Deutschland mit, und auch wir haben ja immer wieder Überlegungen, wie man diese Geschichten gestalten kann, und die Frage ist dann schon immer, und wie kommt man dann zu den Leuten, dass sie auch tatsächlich irgendwie mitmachen, weil es bringt ja nichts, wenn du irgend so eine Plattform ins Internet stellst und keiner kommt hin, ja, jetzt also sozusagen virtuell gesprochen. Also, aber wichtiger Aspekt, aber ich glaube, man muss auch berücksichtigen, dass man die Expertise von so Leuten wie dir und von anderen braucht, weil ich habe sie nicht. Und das ist das, was ich vorher gesagt habe. Ja, es gibt sozusagen die politisch tätig sind und die rechtlich sich auskennen und die technisch auskennen, aber die alles drei in sich vereinigen, die sind sehr rar. Auch zu Liquid Democracy. Habt ihr damit schon gearbeitet mit euren Partizipationstools? Mit Liquid Democracy direkt nicht. Wir haben über Wiki-ähnliche Software gearbeitet, auch mit Nachvollziehbarkeit, von wem welcher Textbeitrag ist. Und haben in einem für fachlich Interessierte sozusagen in einem Bereich gute Erfahrungen gemacht. Ich komme leider auch nicht drüber hinweg zu sagen, nach 20 Jahren von Neuland zu sprechen, tut weh. Ja, ich bin auch 40 schon und bin auch nicht mit dem Internet aufgewachsen. Es ist ein Berufungsthema natürlich bei mir. Aber es gibt einfach eine unterschiedliche Menge an Zugang. Bürgerhaushalte, Deutschland, 150, 60 in etwa. Ja. Bürgerhaushalte Österreich, einer, schlagt es mich tot, Hinterstoder, glaube ich, ist es. Ja. Das heißt, eine grundsätzliche Wille zur politischen Gestaltung und zum Einbringen von
Möglichkeiten, die in Deutschland, wo 2/3 dieser Bürgerhaushalte auch eine Online-Mitgestaltungsmöglichkeiten von einem ganz kleinen Prozentsatz des Budgets in einer Stadtkommune haben, hat in Berlin-Lichtenberg seinen Ausgang genommen, es ist aber genauso in Köln oder zu finden, wo Menschen, die sich hier wirklich interessieren, auch über das Internet und in Vorortveranstaltungen hier mitgestalten können. Und die Frage ist mir immer ein bisschen zu einfach zu sagen, ja, die Kultur bei uns ist halt anders und es ist kein Zufall, dass in Vorarlberg die Bürgerinnenräte etabliert sind in der Landesverfassung, weil die sind irgendwie viel weiter westlich und da eher im Protestantischen und Ähnlichen. Ich glaube, dass wir sehr viel auch in unseren Händen hier halten und dass es natürlich über die Zeitschiene funktionieren wird, aber auch sehr viel damit zu tun hat, ob Menschen sich couragiert fühlen, in solche Prozesse aus Verwaltung und Politik auch einzutreten. Und da gehört der Mut dazu, glaube ich, auch aus der Politik zu sagen, ich bin damit nicht aufgewachsen, aber ich schaue mir das an. Ja, und diese Offenheit sehe ich als ganz entscheidende Voraussetzung, weil ich vor 2 Wochen in einer anderen Runde gesessen bin und dann sagt, ja, okay, früher mit dem Telefon und jetzt mit dem E-Mail. Punkt. Ja, österreichische Politikerrunde rund um die 60. Ja. Okay, ausdrucken, Stapel und formen. Ja. Und da kommen wir dann nicht mehr weiter. Also da kommen wir gar nicht zur direkten Demokratie und bei der E-Partizipation, das ist überhaupt schwierig. Und insofern freut es mich sozusagen dann von Politikern auch zu hören, dass sie sich dann Assistenz nehmen oder auch beratungsresistent sind, wenn du Organisationsberaterin bist, dann das ist ja wunderbar, das zu sehen, dass man eben in gewissen Punkten auch diesem bereit, oder Klaus-Werner Lobo in den Regierungsverhandlungen in Wien gesagt hat, der hat auch sich beraten lassen, dass das Thema Open Data hier in die Regierungsvereinbarung hineinzubringen, ist jetzt auch nicht seine erste Einfall gewesen, sondern sich auch eben zu bedienen einer Community, die solche Themen verfolgen, international, deutschlandweit, europaweit, weil da gibt's viel und da gibt's auch viel, was man lernen kann. Und das finde ich immer wahnsinnig mutig, auch zu sagen, ich lasse auch zu mir etwas zu und mir etwas zutragen. Ja. So. Ganz kurz noch zu dir, also das stimmt mir voll zu mit den Möglichkeiten, die das Internet sonst noch bietet. Aber ich glaube, da ist es einfach ganz wichtig zu unterscheiden, die Daniela hat es in einer vorigen Wortmeldung schon angedeutet, was passiert. Ist es etwas, wo ich letztlich konstruktive Arbeit sammeln will? Ich glaube, dann gibt es wirklich unglaublich viele Möglichkeiten. Und das kann sehr schön, das kann sehr schön sein. Dann ist es mehr eine Frage dessen, wie halte ich die Leute quasi an der Stange und schaue, dass sie da mitmachen. Und ich muss unterscheiden, wird hier jetzt eine formale Entscheidung getroffen, wie eben eine Wahlentscheidung oder bei einer Volksabstimmung letztlich eine Entscheidung über ein Gesetz. Da braucht es sicher sehr hohe Anforderungen und da sind die Möglichkeiten, glaube ich, da sind die E-Möglichkeiten, glaube ich, begrenzt heute. Eben das kann in einem Eng, wenn dann eben aufgrund von dem, was du auch gesagt hast, dieser beschränkten Sicherheitsmöglichkeiten, je mehr Sicherheit, desto weniger Leute können es nutzen. Das ist eh schon die Grenze dort. Also ich wollte jetzt nicht zu einem pessimistischen Befund mit nichts geht, nichts ab, sondern mir war wichtig, dass dann, weil wenn man da zu viel Abstriche macht, dann kann es sehr schnell ins Undemokratische abgleiten. Und das wollen wir, glaube ich, auch nicht. Und während wenn es darum geht, konstruktiv was zu erarbeiten, bin ich voll bei dir. Ja? Man darf es nicht nur so über einen Kamm scheren mit den wirklich formalen Entscheidungen. Und das ist vielleicht ein ganz gutes Abschlussstatement. E-Participation ist in vielen Punkten, und ich glaube, da sind wir uns einig, ein ganz, ganz wichtig, von einer ganz informellen Ebene weg funktioniert das eben heute, wie gezeigt wurde, sehr gut. Und je formaler es wird, desto größer muss die Skepsis werden, um einfach nicht letztlich ins Undemokratische abzugleiten. Danke. Danke. Bei uns haben Frauen das letzte Wort, deswegen gebe ich jetzt gleich 19 weiter.
Ich hab aufgenommen volkspädagogischer Prozess, ja, Lernprozess, also Beteiligungsprozesse als Lernprozesse, habe ich mehrmals so erlebt, ganz ein wesentlicher Punkt. Sowohl auf der Bürgerinnenseite, wo ein Selbstermächtigungsprozess stattfindet, Stichwort Bürgerinnenrat, wie vorhin geschildert, beim Stadtentwicklungsrat, und auch auf der Verwaltungsseite, dass hier sozusagen die Ängste gegenüber einer qualitativen Einbringung sehr wohl weggehen, einfach durch die Qualität des Ergebnisses, dass das rauskommt. Und ja, Teilmenge habe ich mir auch noch notiert im Sinne von dir, glaube ich, war das, wie geht man damit um, dass eben nur ein Teil ich grundsätzlich erreiche. Das eine ist, also auch von dir noch die Frage, so, ich stelle was ins Netz und nur deswegen findet keine Teilnahme statt. Ja, das, also bei ganz vielen Angeboten am Anfang war das so, ist eh da, ja, nur keiner weiß, keiner hört es. Also ich hab natürlich genauso ein Vermarktungsthema und ein Offline-Online-Vermarktungsthema. Wie verpacke ich das? Wie bringe ich das in die Bevölkerung? Wie bringe ich das in die Interessensfelder der Menschen? Und da, glaube ich, haben wir noch einiges zu arbeiten dran. Wie macht man Themen auch, die einen selbst betreffen? Ja, zum Beispiel das Abstrakte der Verfassung so greifbar, dass ich sage, okay, das betrifft dann auch mein Stimmrecht oder die Struktur des Staates. Wie kann ich daran Gefallen und Interessen finden, mitzutun? Und ich merke, dass, und das immer wieder gerade bei einer Stärke auch des Internets, dass hier so Faktoren unter dem Begriff Gamification, nicht jetzt, also vielleicht gibt es ja noch nachher eine Diskussion zum Thema Verfassung, aber so spielerische Ansätze, die hier auch Dinge vermitteln, und da sind wir ganz stark in diesen pädagogischen Wert, ja, wo auch von Parlamentsebene von Richtung Kinder und Jugendliche ganz tolle Arbeit gemacht wird, auch bei den Beteiligungsformaten in den Bezirken mit Jugendparlamenten und Ähnlichem, wo ich mich immer frage, da findet teilweise eine, sozusagen, also bei Kindern und Jugendlichen sind wir bereit, in unserem System solche Methoden zu tragen, zu finanzieren auch, Jugendparlamente oder auch eben die Parlamentswerkstatt. Aber bei Erwachsenen ist es irgendwie relativ bald die Luft draußen, und da wünsche ich mir, dass das sozusagen noch mehr Mut mit Formaten sie auszuprobieren und auch in die Vermarktung dann dieser Dinge zu gehen in den nächsten Jahren wir begegnen. Ja, ich wollte nur vorher mich erklären und meine Schwächen hier da tun. Ich bin aber voll bei euch, alle, die das vorher jetzt schon in verschiedenen Wortmeldungen gesagt haben. Natürlich erfordert Politiker und Politikerin sein, auch sich sozusagen dieser Methoden anzunähern oder Expertise einzuholen, wie ihr das auch vorher gesagt habt. Und das versuche ich ja auch und tun wir ja auch. Bezüglich des Umstiegs auf andere Technologien und ob das mehr Mobilisierung bringt, möchte ich sozusagen auf das verweisen, was ich anfangs gesagt habe, ich weiß nicht, ob du da schon da warst, nämlich, dass einfach zumindest die Menschen, die aufgrund ihrer Zeitressourcen, ihrer familiären Situation, ihrer Arbeitssituation sich an solchen Abenden zum Beispiel nicht beteiligen können, ja, gibt's via anderer Methoden, wo ich zu Hause sitze, während meine Kinder schlafen oder wo ich in der Nachtschicht sitze, und nur aufpassen muss, dass nicht irgendwo Lampe leuchtet oder so, die Möglichkeit, mich zu informieren, aber dann auch zu beteiligen. Und schon allein das bringt sozusagen eine stärkere Mobilisierung, aber es darf eben nicht ausschließlich sein. Also es muss, wurscht ob für Wahlen oder für Partizipation, ist eh schon mehrfach heute gesagt worden, mehrere Schienen angeboten werden. Und so haben wir das auch beim Demokratiepaket gehalten. Natürlich gibt es weiterhin den Weg zum Gemeindeamt oder in Wien zum Magistrat. Aber daneben soll es eben auch die Online-Unterstützung geben. Und wir Grüne haben sogar vorgeschlagen, also was heißt sogar, wir haben vorgeschlagen, auch die Briefunterstützung, weil es gibt auch die nicht zum Gemeindeamt gehen wollen, aber auch kein Internet nutzen wollen oder können. Für die wäre sozusagen die Briefunterstützung möglich gewesen. Das wollten die anderen beiden Parteien aus Kostengründen nicht. Es ist halt auch immer die Frage, wie viel soll mir Demokratie wert sein, uns wäre es das wert gewesen. Bezüglich zur geheimen Wahl wollte ich noch was sagen. Das war ja eine spannende Diskussion rund um E-Voting. Einerseits die Geschichte, die ÖH-Wahl wird anscheinend nicht so ernst genommen und deswegen kann man dort das Experiment ausprobieren.
Johannes Hahn, der jetzt in der Kommission sitzt, damals Wissenschaftsminister war und das zu seinem Prestigeprojekt erklärt hat und wenig später dann nach dieser Wahl ja eh nach Europa gegangen ist und man gesehen hat, was aus diesem Prestigeprojekt geworden ist. Extreme Kosten pro abgegebener Stimme via E-Voting. Also ich habe mir die Zahl jetzt nicht gemerkt, aber wir haben das einmal schön vorgerechnet. Vielleicht weißt du das noch auswendig. Und letztendlich aber eigentlich dieses ganze Thema E-Voting bis zu einem gewissen Grad vielleicht auch E-Partizipation deshalb in Verruf gebracht, weil eben sowohl die rechtliche Grundlage gefehlt hat, als auch das sichere System, von dem du auch vorher gesprochen hast, und natürlich das ein gewisses Grundmisstrauen, das bestimmte Menschen sowieso schon haben, noch einmal verstärkt hat, so im Sinne von, wer kann denn dann eigentlich nachvollziehen, ob ich meine Stimme abgegeben habe, wie ich meine Stimme abgegeben habe, oder auf der anderen Seite, kann ich überhaupt nachvollziehen, ob meine Stimme gezählt wurde. Und rund um diese Diskussion und auch rund um die Briefwahl-Diskussion, da hat es ja sozusagen bei den letzten Wahlen massive Missbräuche gegeben, das habt ihr wahrscheinlich alle mitbekommen, hat Molterer, der damals noch Verfassungssprecher der ÖVP, gesagt, na, wir haben uns rund, weil es gibt auch Leute, die gegen die Briefwahl sind aufgrund des geheimen Wahlrechts, also zum Beispiel Heinz Mayer, der Verfassungsrechtler. Wir haben uns damals dafür entschieden, den Bürgerinnen sozusagen zu vertrauen, dass sie sozusagen hier ihre Verantwortung wahrnehmen und auch ihre geheime Wahl wahren. Ja, das kann man ja machen. Und ich habe dann gesagt, ja, aber was vergessen wurde, ist sozusagen den politischen also sich zu überlegen, ob man den politischen Institutionen trauen kann, weil tatsächlich ist der Missbrauch rund um die Briefwahl von Parteien, von Bürgermeistern ausgegangen, die hier für andere Leute Wahlkarten bestellt haben und angekreuzelt haben. Ja, und das ist sozusagen genau das Spannungsfeld, in dem all diese demokratischen Diskussionen stattfinden. Die politische Kaste, nenne ich es jetzt einmal, denkt immer nur an die Bürgerinnen, die möglicherweise Missbrauch betreiben, wo der Vater dann für die Kinder ausfüllt. Gibt es sicher auch, keine Frage. Ja? Aber sie denken nicht an sich selber und sie denken auch nicht daran, dass dann ihre Parteikollegen und Kolleginnen alles tun, um wiedergewählt zu werden und ihren eigenen Interessen zu folgen. Und zum Abschluss jetzt noch sozusagen das Thema, zwei Themen noch, Bürger versus zuerst das Demokratiepaket. Ja? Da könnten wir jetzt wirklich lang diskutieren. Machen wir mal eine eigene Veranstaltung dazu, würde ich sagen. Das Idealmodell, das auch wir Grünen vorgeschlagen haben, ist diese Dreistufigkeit, kennst du eh, ja, ist die Dreistufigkeit, ist der konkrete Austausch mit dem Parlament. Und wir haben versucht, in dieser Drei-Parteien-Diskussion so viel wie möglich davon zu übernehmen. Und ich würde mal behaupten, es ist viel davon übernommen worden. Also es gibt die Stufe, es gibt schon bei den 8032 den Austausch mit dem Parlament, es gibt auch nachher den Austausch mit dem Parlament, dass wir die Idealvariante nicht vorliegen haben jetzt in diesem Antrag. Erklärt sich daraus, dass die Grünen im Moment nicht absolut regieren und schon gar nicht die Zweidrittelmehrheit stellen und daher wir unseren Vorschlag nicht durchbringen konnten. Und unser Vorschlag hätte am Ende auch nicht Volksbefragung bedeutet, sondern Volksabstimmung bedeutet. Das geht im Moment in diesen Mehrheiten nicht. Das wird auch nach der Wahl in den Mehrheiten nicht gehen, weil Strache tut zwar so, dass er das tun wollen würde, aber sie werden das in der Form auch nicht umsetzen und ich gehe auch nicht davon aus, dass Strache alleine irgendwie Zweidrittelmehrheit stellt und mit uns schon gar nicht. Und die Entscheidung, die dann zu treffen ist, kriegt man gar nichts oder kriegt man sozusagen einen nächsten Schritt und einen nächsten Schritt, wo eben genau diese Möglichkeit der Pädagogik im Sinne von die politische Kaste lernt, die Medien lernen, aber auch die Bevölkerung lernt, sich hier einzubringen. Geht man diesen nächsten Schritt oder geht man nicht? Und ich habe mich dafür entschieden, als Verhandlerin diesen nächsten Schritt zu gehen. Und ich nehme auch jegliche Kritik entgegen, die es diesbezüglich gibt. Aber das ist, war ganz klar sozusagen eine Entscheidung, die ich treffen musste und die ich jetzt einmal getroffen habe. Schauen wir mal, wie es beschlossen wird und was die Stellungnahmen bringen. Und damit komme ich gleich übergangslos und zu meinem letzten Satz, Bürger versus Untertanen. Das ist genau der Punkt, wo ich sage, ich nehme auch die Leute in Verantwortung. Ja? Das eine ist sozusagen, sich zu beklagen, dass man all diese Möglichkeiten nicht hat, aber das andere ist dann auch teilzuhaben. Und hier sitzen jetzt eh die Falschen wahrscheinlich. Ja? Aber bis zu einem gewissen Grad nervt mich das auch, wenn die Leute
angefressen sind. Ich habe viele Freunde, die angefressen sind, gerade so aus der linken Szene und seit Jahrzehnten nicht mehr bei der Wahl waren. Und dann denke ich mir, ja, dann müsst ihr halt zuschauen, wie die Rechte größer wird. Ja, selber schuld. Und das ist, glaube ich, auch eine Diskussion, der man sich einmal offen stellen muss und wo man sich irgendwie nicht immer mit dem vollsten Verständnis für die Bürgerinnen und Bürger hinstellen muss, sondern wo es auch darum geht, dass jeder Einzelne und jede Einzelne Eigenverantwortung dafür hat, ob sie sich einbringt oder nicht. Via Wahlen, via Partizipationsprojekten, via E-Mails an Abgeordnete oder in welcher Form auch immer. Zur Erinnerung, eine Stimme in Kärnten hat dazu geführt, dass die Grünen ein Mandatsmehr hatten. Eine Stimme, also dann sieht man, ja, das war ein gutes Statement für Schluss. Um kurz zusammenzufassen, ich glaube, uns allen ist klar, und als netzpolitischer Sprecher, dann weiß man immer, ja, wir leben so endet nämlich jede Diskussion, egal zu welchem Thema, wir leben in einer revolutionären Welt und keiner weiß, wohin es führt. Das ist sicher in diesem Fall auch so. Alle bekommen mit, dass es jetzt eine Möglichkeit gibt, dass Menschen sich organisieren können, sei es mit oder ohne Politik. Menschen tun es. Wenn die Politik wahrscheinlich nichts tut, dann schauen wir irgendwann mal so aus wie die Erdogan und das wäre vielleicht auch nicht gerade so gescheit. Umso besser dann wirklich in eine Kommunikation und in einen Kontakt und in einen Austausch zu gehen und dass Demokratie einfach mehr ist, als nur ein Kreuzer zu machen, sondern Meinungen sich holen, Meinungen zu sehen. Und manchmal hilft das Politiker auch, das sage ich jetzt aus eigener Erfahrung, das machen viel zu wenig, sich einfach mal im Internet auch mal Feedback zu holen. Auch das ist mal ganz gut. In dem Sinne, Dankeschön und ich wünsche noch einen schönen Abend.